Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Order. Ja, wir müssen uns jetzt da erstmal ranschleichen, wo wir hin sollten. Ich war schon wieder voll vergessen, wo das war. Ich glaube aber zu... Oh, wenn er sich immer ständig an diese scheiß Ecken annehmen würde, ist keiner mehr. Wir haben die alle kalt gemacht. Hinten könnte noch jemand sein, aber... Erstmal die Lage sondieren hier. Bezirk durch Stromausfall lahmgelegt. Sehr schön. Ah, ist noch mehr. Hier ist noch so ein Nachtwächter. Lucan, ich bin durch das Tor. Okay. Huch. Da habe ich sauber. Wo ist er denn? Wo bist du denn?
Ja, wo ist er denn? Wo ist denn hier drüben? Also ich bin schon mal richtig, weil ich habe ihn gehört. Doch, da ist er. Junge, Junge, Junge. Was jetzt? Erklär den Westflügel. Ich komme von Osten. Es wäre ratsam, von jetzt an Funkstelle zu halten. Ja, stimmt. Hier. Treffen wir uns drin. Ich hasse das. Open the door, please. Ja, überhaupt nicht leise. Alter, habe ich dir nur den Fuß runtergeschossen? Scheiße! Boah, wo bist du denn, Typ, Alter? Komm her.
Natürlich kann man das anheben. Mein edler Ritter. Offenbar komme ich rechtzeitig. Sieht ganz so aus. Obwohl ich mich in der Regel nicht von einer Wache überwältigen lasse. Sind Sie allein hier? Devi und Finley sind bei mir. Sie übernehmen die restlichen Wachen und Sie? Ich konnte meinen Trupp nicht mitbringen, aber es ist jemand bei mir. Vertrauen Sie der Person? Ja, mit meinem Leben. Also gut. Was jetzt? Wir treffen ihn drin und gehen zur Bibliothek. Na los. Okay. Ach, sie ist schon da. Wie hat's denn das gemacht? Wie Sie sehen, gab es etwas Widerstand. Direkt hier drüben. Rani, wir haben einen Weg rein. Einmal am Platz können wir über die Postkutsche auf den Balkon klettern. Ritter, helfen Sie uns, das Ding zu schieben. Ja, Madame. Sofort, Madame. Das war's. Na los. Hier rauf. Devi, nein. Du musst bleiben. Rani, ich muss an deiner Seite sein. Das bist du immer, Kind. Was ist mit ihm und seinen Komplizen? Befolge meinen Rat. Weißt du denn nicht, wie wichtig du mir bist? Warum schickst du mich dann fort? Weil du die Sache fortsetzen musst, falls mir etwas zustoßen sollte. Sag das nicht. Devi, auch wenn sie mir nicht trauen, ich werde ihre Königin beschützen. Das bin ich ihnen beiden schuldig. Dann strengen Sie sich an. Mit ihr sollten Sie es sich besser nicht verderben. Ja, besser nicht. Da ging's schief. In Deckung! Wacht! Kommt durch die vorderen Tore! Verdammt! Alter! Jetzt ist eh egal, wo ist die Knarre hier? Niemand getroffen! Wir wachen! Ich rücke vor! Da sind sie! Auf dem Balkon! Der war gut, Alter. Aber ich bin besser. Deckung, Ritter!
Ziel erledigt. Gehen wir rein, bevor noch mehr Wachen kommen. Hier drüben. Ja, mach auf, ey. Vorsicht! Flintenspezialisten! Alter! Was für ein Penner! Was für ein dreckiger Penner, Alter! Ich hasse ihn! Vorsicht! Flintenspezialisten! Boah, da ist noch einer. Boss, von hinten kommen noch mehr. Flintenschütze getroffen. Scheiße, lade nach. Wache getroffen. Kleiner Penner. Hier geht die Munition aus. Muss nachladen. Ziel erledigt. Wache ausgeschaltet. Wache getroffen. Das war anscheinend der Letzte. Jeden Moment könnten mehr kommen. Gehen wir weiter. Na los. Skript nicht ausgelöst. Ja, mach auf da! Die Knöpfe drücken ist blöd, hätten wir noch R2 und L2, das ist einfacher. Als diese, weil du musst den Druckpunkt mit berechnen. Richard, worauf warten Sie? Darauf, dass du mir Geld bringst oder so, Schätzchen. Ich bin hier gerade mal am gucken, was es so gibt hier.
So, jetzt können wir. Let's go! Lucan, Feuer einstellen! Das ist Lakshmi Bai, die Anführerin der Rebellen. Sie ist deine Komplizin? Hast du deinen Verstand verloren? Ich könnte das Gleiche fragen. Man könnte meinen, dass du mich in einen Hinterhalt der Rebellen gelockt hast. Und mich zu meiner Verhaftung. Dafür haben wir keine Zeit. Wir brauchten Hilfe und ich konnte mich nur an sie wenden. Das ist Irrsinn. Du bringst den Kern unseres Ordens in große Gefahr. Alistair, du musst mir vertrauen. Du wolltest unbedingt Beweise haben. Sie war mit mir in Blackwall. Sie hat gesehen, was ich gefunden habe. Du willst mir erzählen, sie hat geholfen, die Docks der Vereintes Indien Company zu zerstören? Mein Vater hatte recht, das war ein terroristischer Anschlag. Sie hat dich benutzt. Sie machte mich auf die Verschwörung aufmerksam. Und wenn wir das hier durchziehen wollen, brauchen wir ihre Hilfe. Was, wenn du falsch liegst? Dann übernehmen sie und ich die Verantwortung. Und tragen die Konsequenzen. Wie Mallory. Ich hoffe, du hast recht, Gray. Ich will nicht entdecken, dass du auf der falschen Seite stehst. Ich auch nicht, Bruder. Gefunden! Am anderen Ende der Lobby! Was ist? Stehe unter schwerem Beschuss! Alter! Ich stehe unter Beschuss! Sag mal! Mehr Wachen auf der anderen Seite! Kompaniemann getroffen! Blindenspezialist getroffen! Muss nachladen! Ich lade nach! Aber trifft ihr eigentlich auch mal da oder muss ich hier alles alleine machen? Okay. Los jetzt. Ich will ja nicht stören, aber das war gerade ein bisschen dämlich von allen. Also ich habe immer das Gefühl, ich schieße alleine und die anderen schießen eigentlich nur Löcher in die Luft. Mehr machen die nicht. Hier durch, über den Balkon zum Hof. Scharfschütze rechte Seite. Rechts, da steht der kleine Penner. Mietpenner tot.
Ich will ja nicht stören, aber trefft ihr auch mal. Wache ausgeschaltet. Ach, ja. Jetzt brauchst du eine Atempause oder was, Schätzelein? Was ist denn los bei dir? Bereit? Die Bibliothek ist gleich da hinten. Warum rennst du denn hier lang? Bibliothek durchsuchen. Achten Sie auf Ladelisten, Bestellungen, Warenverzeichnisse. Alles, was die Kompanie mit den Halbblutlieferungen verbinden könnte. Wie sollen wir das alles durchsehen? Ganz ruhig, Finlay. Sie passen auf, während wir suchen. Gefunden! Wie die Schublade wieder zumacht. Zeitverschwendung, wenn Sie mich fragen. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden erstmal diese Folge und es geht dann in der nächsten Folge fleißig weiter. In diesem Sinne, tschüss!